Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch ein Objekt, dessen Aufnahmen ich jahrelang zurückhielt, in der Hoffnung, euch in der Zukunft irgendwann mal etwas zur Geschichte mitteilen zu können. Nun, glücklicherweise gab es parallel etwas unerwartet und zufälligerweise Hilfe. Somit kommt nun doch wenigstens etwas Licht ins Dunkle. Was ich alles herausfinden konnte und wer mir dabei half, all das und vieles mehr erfahrt ihr allesamt von mir in den kommenden Minuten. Solltet ihr zukünftig weitere solcher Videos anschauen wollen, dann kommt gerne einmal auf unseren Kanal und abonniert uns auf diesem Weg gleich mit, um zukünftig keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Jetzt geht es aber erst einmal rein in dieses Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine verlassene Luxusmöbelfabrik. Als ich von diesem Objekt vor einigen Jahren, also 2015, erfuhr, war der Sanierungswahn hier in LE auf einem Höhepunkt angekommen. Etliche der seit dem Ende der DDR leerstehenden Fabrikanlagen waren plötzlich verkauft und auf dem Weg zu sündhaft teuren Eigenheimen. Ich erinnere hier gerne an die Globuswerke, die Bleichertwerke, Interdruck und viele, viele mehr. Die wenigsten blieben davon unberührt, auch wenn es solche Anlagen hier in LE bis heute gibt. Mein Gedanke war, dass man eben bei so einem imposanten Eckgebäude schon längst am Sanieren sein musste, wie fast überall in der Stadt. Da man sich aber auf Bilder von Maps und auf Street View sowieso nicht verlassen kann, fuhren wir einfach mal direkt hin und schauten, wie unsere Erfolgschancen standen. Zu unserer Überraschung hatte sich dem Anschein nach über Jahrzehnte gar nichts am Objekt getan. Abgesehen davon, dass man vermutlich die Fassade vom Putz befreite, um tote Fußgänger zu vermeiden. Leider gab es eben deswegen auch keinerlei Spuren oder Hinweise auf ein Baujahr, ja vielleicht sogar ein Firmenlogo. Bei solch einem großen und fast schon schlossähnlichen Anblick musste sich doch was zur Fabrik hier hoffentlich im Netz finden lassen. Unerwarteterweise wurde ich da aber sehr schwer enttäuscht. Es gab nichts über dieses Gebäude zu finden, keinen Eintrag, keine Erwähnung. Nichts konnte man herausfinden. Nach Stunden fand ich einen kleinen Eintrag in einem sehr alten Firmenregister aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, aber wirklich hilfreich war dieser Eintrag auch nicht. Im Denkmalschutzregister war das Gebäude zwar eingetragen, aber auch hier war inhaltlich nicht viel los. Das Denkmaldokument aus besagter Liste beschreibt lediglich das Gebäude, Zitat: Fabrikgebäude in Ecklage in offener Bebauung mit seitlicher Einfriedung und Toreinfahrt, Klinkerfassade, Kellerfenstergitter, hervorgehobene Eckgestaltung, zeittypisches Industriegebäude, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung. Doch wie die Bedeutung aussieht, wird nicht beschrieben. Auch das genaue Baujahr wird verschwiegen und auf um 1900 beziffert. Dabei sollte die Denkmalschutzbehörde doch am besten wissen, wann ihre Schützlinge errichtet wurden. Denn darauf stützt sich ja oft, aber nicht immer, der Denkmalschutz.
beschloss erstmal nicht weiter zu recherchieren und abzuwarten, ob sich vielleicht in der Zukunft etwas tut. Allerdings sollte ich noch erwähnen, dass ich nicht unmittelbar 2015 nach diesem Objekt so intensiv im Netz suchte, denn damals schossen wir hier nur Bilder. Erst Anfang 2020 kam ich hier erneut zufällig wieder vorbei und erinnerte mich daran, dass wir hier ja nie gefilmt hatten. Grund genug, das nun nachzuholen, die hier gezeigten bewegten Bilder entstanden im April 2020. Nach dem Sichten der Aufnahmen von 2020 machte ich mich an die angesprochene Recherche, die fast ergebnislos verlief, also wartete ich. Ende 2020 recherchierten, ich nenne sie mal Kollegen zu dieser Anlage und fragten ihre Community auf Facebook, ob sich denn jemand findet, der hierüber etwas erzählen kann. Unter den über 5.500 Followern waren tatsächlich Leute, die zu diesem Objekt etwas berichten konnten, und somit fangen wir jetzt beim Urschleim an, wobei manche Dinge in der zeitlichen Einteilung nicht so ganz passen, aber dazu gleich mehr. Hier wird das Fabrikareal auf das Jahr 1903 datiert, also deutlich genauer als im Denkmalschutzregister. Bauherr war eine Luxusmöbelfabrik, deren Namen so gut wie nirgendwo auftaucht und den ich hier auch nicht erwähnen möchte. Ich habe keinen Tisch, Schrank oder ähnliches gefunden, wo dieser Name zu finden war. Vermutlich war die Möbelmanufaktur bis zur Liquidierung 1936-37 hier am Werkeln. Warum, wieso und weshalb der Konkurs, bleibt ungeklärt. Im darauffolgenden Jahr erwarb eine Großhandlung für Metallhalbfabrikate und Leichtmetalle das Fabrikgebäude. Diese Firma ist bis heute existent und fabriziert wie vor über 100 Jahren Metallhalbfabrikate. Zu erwähnen sind hier Stangen, Rohre, Profile, Bleche, Platten, Bänder und Drähte in verschiedenen Legierungen nach Wunsch, Anwendung und Größe. In der offiziellen Firmengeschichte liest es sich so, als ob die Firma schon 1922 von hier aus produzierte. Vielleicht ist es aber auch nur ein Beispielbild, dennoch ist es auf dem Foto eindeutig das hier gezeigte Gebäude. Bis in die Nachkriegszeit fabrizierte man hier weiter und wuchs zu einer der größten Firmen im Segment heran. In den 50er Jahren erfolgte dann, wie ich vermute, um der Verstaatlichung zu entgehen, der Umzug nach Nordrhein-Westfalen in die Nähe von Essen. Dort baute die Firma neu und feierte 2022 ihr 100-jähriges Bestehen. Ende der 50er Jahre bis wohl etwa 1963 fand der Versorgungskontor für Maschinenbauerzeugnisse Leipzig hier seinen Platz. Doch was nun folgte, ist ein Rätsel. Der Versorgungskontor nutzte hier in LE einige Gebäude, entsprechend schwierig ist es hierüber etwas zu erfahren. Der Versorgungskontor, kurz VKM Leipzig, war wohl eine Art Verbund etlicher Industrieanlagen aufgeteilt in verschiedene Fachgebiete. Solche Versorgungskontore nutzte man in der DDR nicht nur in Leipzig, auch in Dresden, Suhl oder Erfurt liest man darüber. Die Aufgabe des VKM Leipzigs war es genauso wie in anderen Städten als Vermittler zwischen Industrie und Einzelhandel zu dienen und ebenso die Betriebe mit Materialien und Rohstoffen zu versorgen. Vermutlich überwachte man auch Waren-Ein- und Ausgänge und sorgte für eine vernünftige, fast schon gerechte Warenverteilung der einzelnen herstellenden Gewerbe, Groß- und Fachhändler sowie Betrieben und Einzelhändlern. Mit anderen Worten, es wurde so manches durch den Staat reguliert.
Im Netz las ich, dass das Gebäude wohl schon in den 80ern eine Ruine gewesen sein soll und man sich dort regelmäßig zum Partymachen traf. Vor allem im hofseitigen Nebengebäude mit Keller machte man es sich oft bequem, auch wenn die Polizei schon damals im Thema war. Ob das Gebäude Ende, Mitte oder schon Anfang der 80er Jahre leer stand, ist nicht bekannt. Meine Recherche konnte auch den Eigentümer herausfinden, denn den gibt es tatsächlich, anders als es bei vielen solcher Fabrikanlagen heute der Fall ist. Die Metallfirma, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg das Objekt übernahm, ist bis heute rechtmäßiger Eigentümer der Immobilie. Das konnte ich nach einem E-Mail-Verkehr mit besagter Firma aus erster Hand eruieren. Später wurde mir dies via Telefon noch einmal bestätigt, aber mehr Informationen bekam auch leider ich nicht. Ob sich diese Informationen von vor 3 Jahren heute wieder geändert haben, kann ich nicht sicher ausschließen. Kommen wir nun zum Zustand und ihr seht es ja selbst. Die Anlage ist von außen deutlich schöner als von innen. Vieles war entkernt, hier und da lag etwas Müll und Unrat umher. Selbstverständlich hatte auch das Feuer schon seinen Weg hierher gefunden. Im Innenhof befinden sich 2 Nebengebäude, welche unterkellert sind. Hier fanden sich alte Theater- oder Kinositze, von denen las ich auch auf Facebook. Jugendliche hatten die Sitzreihen in den Keller verbracht und für ihre Partys genutzt. Alles andere hätte dort unten auch einfach keinen Sinn gemacht. Außerdem befand sich im Innenhof ein altes Fahrzeug, was aber auch schon völlig ausgeschlachtet war. Dennoch gab es ein witziges Motiv im Hinterhof dieser alten Anlage. Bis auf einige Details und das Gebäude an sich gab es fast nichts aus den arbeitstüchtigen Tagen zu entdecken. Warum das Objekt bis heute noch immer nicht saniert ist, wundert wahrscheinlich nicht nur uns. Vielleicht plant die Firma auch ein Comeback, aber sind wir mal ehrlich, das würde so keinen Sinn machen. So verfällt das Gebäude bis heute seit über 3 Jahrzehnten sich selbst überlassen. Kein einziges Fenster ist mehr vorhanden, sodass der Zustand einfach nicht besser wird. Also frage ich nun wieder euch, was würdet ihr aus diesem denkmalgeschützten Objekt machen? Vielleicht etliche Gewerbeeinheiten oder Loftwohnungen? Schreibt es mir doch am besten in die Kommentare. Mich würde das sehr interessieren.
Ich verabschiede mich jetzt von euch noch wie immer mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Und glaubt mir, es waren einige Bilder dabei, aber alle zeige ich euch hier nicht. Die findet ihr dann auf Facebook und natürlich auf Instagram. Da dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne folgen. Die Links findet ihr in der Infobox. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Thank you.